Luis und Lea auf großer Abenteuerreise. Hi Kinder, da sind wir. Wir haben gerade mal ein bisschen geschaut, ob wir einen Fisch fangen. Haben wir aber nicht. Der ist hier immer so unruhig. Dann sind die Fische schon längst weg. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich setze hier ihn mal auf den Stuhl, den Hasen. Boah, was gibt's heute in Finnland? Heute geht's wieder rund bei Luis und Lea. Lea ist in den See gefallen, beziehungsweise Petu hat sie in den See geschubst. Was war das denn? Zum Glück kann Lea schwimmen. Stellt euch mal vor, die könnte nicht schwimmen und wäre da einfach reingeflogen. Luis hat sein Seepferdchen gemacht vor der Reise noch. Zum Glück, der kann auch ein bisschen schwimmen und Lea kann richtig gut schwimmen. Wie ist es bei euch? Könnt ihr auch schwimmen? Liebt ihr Schwimmen? Hey, Schwimmen ist super wichtig. Stellt euch mal vor, Lea wäre da einfach reingefallen und hätte nicht schwimmen können. Das wäre ganz schön gefährlich gewesen, ne? Deswegen unbedingt, wenn ihr am Wasser seid, am besten ist, dass ihr alle schwimmen könnt. Und wenn jemand dabei ist, wo ihr euch nicht sicher seid und ihr schmeißt ins Wasser, fragt lieber erstmal, ob der schwimmen kann, weil sonst wird es echt eng und gefährlich. Und sonst lasst das einfach mit dem Reinschmeißen. Wenn ihr alle schwimmen könnt, dann schmeißt euch ins Wasser. Dann ist das richtig cool und macht riesen Spaß. Und Schwimmen macht auch Spaß. Also schwimmen lernen, wenn ihr es noch nicht könnt. Seepferdchen. Die Geschichte spielt heute auf dem See. Und es gibt nach dem Hörbuchkapitel heute ein neues Bastelvideo. Yes, es wird was richtig Cooles gebastelt, womit ihr am Wasser extrem cool spielen könnt. Ihr könnt das benutzen, um vielleicht eure Playmobil-Figuren da drauf zu setzen und schwimmen zu lassen. Oh, mehr verrate ich aber nicht. Also, unbedingt gleich nach dem Hörbuchkapitel das Bastelvideo mit Melanie anschauen. Und dann werdet ihr danach was ganz Cooles haben aus Dingen, die ihr sowieso zu Hause habt und die ihr gar nicht mehr braucht. Alles klar, bevor es aber losgeht, machen wir hier wieder ein bisschen Platz. Und zwar für, richtig, für unseren Warm-Up-Dance. Alles klar, los geht's! Okay, Kinder, seid ihr bereit? Ich habe die Schlappen ausgezogen und jetzt habe ich Bock auf den Warm-Up-Tanz. Ihr auch? Und danach geht's endlich los mit dem nächsten Hörbuchkapitel. Ich bin schon ganz gespannt und wir legen los. Zwei Schritte nach links. Los geht's! Platsch. Platsch. Wir machen die Rolle! Hey! 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 Und wieder zwei Schritte. Sprung! 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 Sprung, wir drehen! Hey! 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 Yes! Okay! Jetzt geht's los mit dem nächsten Hörbuchkapitel. Ganz viel Spaß! Luis und Lea auf großer Abenteuerreise. Kapitel 10. Am nächsten Morgen sind Luis, Lea und Petu sehr früh von der hell strahlenden Sonne wach, die warm und freundlich ins Fenster scheint. Also testen sie die Matratzen in den Betten auf ihre Sprungfähigkeit und enden schließlich in einer ausgiebigen Kissenschlacht. Von dem Getöse wach geworden steht irgendwann Fanny in der Tür. »Kinder, ihr seid ja schon wach?« Ihr könnt gerne aufstehen und schon mal rausgehen. Die Sonne scheint so wunderschön. Alles klar. Männer Ulos. Ich meine, los, wir gehen, ruft Petu, der aus Versehen Deutsch und Finnisch durcheinander gesprochen hat. Männer Ulos heißt, los, wir gehen? Cool, ich kann Finnisch, sagt Luis grinsend, worauf Petu ihm nickend auf die Schulter klopft. Die Kinder laufen aus der Haustür um das Haus herum. Über einen kleinen Weg kommen sie unten beim See an, in den ein langer Holzsteg führt. »Das Wasser ist bestimmt kalt, oder?«, fragt Lea, während sie auf den Steg läuft. »Probier's aus!«, ruft Petu lachend, läuft zu ihr auf den Steg und gibt Lea einen unerwarteten Schubs, so dass sie der Länge nach im See landet. Luis steht mit offenem Mund auf dem Steg. Damit hat er nicht gerechnet. In diesem Moment taucht Lea wütend aus dem See auf. Sie klettert die Leiter an dem Steg hinauf, um dann einem lachenden Petu gegenüberzustehen, der sie mit seinen blauen Augen anfunkelt. »Du, du«, steht sie stammelnd vor Petu, während ihre Hose und ihr T-Shirt auf den Steg tropfen. »Antixi«,
sagt Petu, der sich immer noch den Bauch vor Lachen hält. Das heißt, Entschuldigung, aber das hilft ihm jetzt auch nicht. Luis steht einen Schritt entfernt und weiß noch nicht so recht, ob er lachen soll. Er weiß, dass seine Schwester sehr wütend werden kann und fragt sich, ob Petus Aktion so schlau von ihm war. Doch scheinbar mag Lea Petu, denn außer einem Spinner kommt nichts mehr von ihr. Sie schüttelt sich und lacht nun auch. Du wirst schon noch sehen, was du davon hast, sagt sie geheimnisvoll lächelnd. Es ist auf jeden Fall nicht so kalt, wie ich dachte, fügt sie hinzu. Ich gehe jetzt einen Badeanzug anziehen, das fühlt sich irgendwie besser an. Und zu Petu sagt sie im Vorbeigehen, solltest du auch besser tun. Der will gerade zur Seite springen, da bekommt er schon einen Schubs von Lea und landet rückwärts ebenfalls im See. Jetzt lachen Luis und Lea beide, während Petu wieder auftaucht und vom Steg zum Ufer schwimmt. Dort stehen nämlich Alvari und Opa Balduin winkend und rufen, Kinder, kommt zum Frühstück! Nachdem Petu und Lea sich umgezogen haben, kommen sie zu Luis, Fanny, Opa Balduin und Alvari an den Tisch, um das leckere Frühstück von Fanny zu genießen. Sie hat Unmengen verschiedener Obstsorten kleingeschnitten und in frischen Quark und Joghurt gerührt. Dazu gibt es Müsli und frisch gepressten Orangensaft. Die Abkühlung im See hat irgendwie gut getan, sagt Lea, während sie ihr Müsli isst. Da musst du dich ja noch bei mir bedanken, dass ich dich reingeschubst habe, lacht Petu Lea an. Ha, so weit kommt's noch, antwortet Lea mit gespielter Empörung. Ich spring gleich lieber freiwillig rein, sagt Luis mit vollem Mund. Er liebt Wasser, genau wie Opa Balduin. Kinder, heute Nachmittag machen wir mal das Boot klar, was hinter dem Haus steht, und schippern ein bisschen über den See, abgemacht. Opa Balduin zwinkert Luis und Lea zu und sagt zu Petu, dann zeigst du uns mal ein bisschen die finnische Seenlandschaft, in Ordnung. Alvari trinkt einen letzten Schluck Kaffee aus der Tasse und sagt dann im Aufstehen, ich muss euch jetzt leider für ein paar Stunden allein lassen, aber ihr seid bei meinem Kapitän Balduin ja in besten Händen. Petu, nach dann, Bian Kulta. Und mit diesen Worten winkt er und geht zur Tür. Wo will er denn hin? Fragt Luis seinen neuen Kumpel Petu. Petu schaut etwas traurig auf den Tisch. Ich hoffe, er versucht, sich mit Mama zu vertragen. Die beiden haben sich gestritten. Das tut mir leid, tröstet Lea ihn. Sie überlegt, wie sie ihn aufmuntern kann. Komm, wir drei gehen jetzt runter zum See, okay? Kurze Zeit später spielen die drei Kinder am See, während Fanny auf dem Steg sitzt und ein Buch liest. Opa Balduin macht sich an dem Boot zu schaffen, welches mittlerweile am Ufer des Gewässers liegt. Am Nachmittag ist es dann soweit. Luis, Lea, Petu und Opa Balduin sitzen in dem Boot und bewegen sich dank Opa Balduins Paddeln langsam, aber sicher auf den See hinaus. Fanny hat es vorgezogen, weiter in der Sonne zu sitzen und zu lesen. Am Ufer sieht man einige große Vögel, die überrascht schauen, als sie das Boot vorbeigleiten sehen, in dem ein kleiner, dunkelhaariger Junge steht. Er ist mit einem Holzstock als Schwert bewaffnet und brüllt laut, »Hier kommt Captain Luis, der Schrecken der Wildmeere! Nehmt euch in Acht vor mir und meiner Crew!« Opa Balduin laufen schon die Tränen übers Gesicht vor Lachen, während Luis immer weiter den Piratenführer spielt. Lea hat es sich auf dem Boot gemütlich gemacht und entspannt in der Sonne. Petu versucht mit bloßen Händen Fische zu fangen, die neben dem Boot im Wasser schwimmen. Die vier sind schon einige Zeit mit dem Boot unterwegs und genießen die finnische Sommersonne, als Opa Balduin plötzlich die Augen aufreißt. Oh, Zackenschnur und Knatterelse! Ja, spinn ich denn? Was sehen meine angestaubten Seefahreraugen denn da hinten? Hallo, schön, dass ihr wieder da seid bei unserer Bastelzeit. Und dieses Mal sind Luis und Lea ja unterwegs mit einem tollen Boot auf einem wunderschönen See. Und so ein Boot, das bauen wir uns jetzt auch. Und ihr braucht gar nicht viel dafür. Ihr braucht 2 Flaschen, am besten so kleine. Und am besten spült ihr die einmal aus und lasst die schön trocknen. Dann brauchen wir Papier. Wir brauchen einen Holzstab, wir brauchen verschiedenes Klebeband, eine Schere, einen Stift, etwas Spitzes, um ein kleines Loch zu machen, Kleber und nachher brauchen wir ein Locher und ein Band, damit unser Schiff nicht wegschwimmt.
Als erstes müssen wir die beiden Flaschen miteinander verbinden, dass die nachher so schön zusammen sind. Dafür brauchen wir jetzt das Klebeband und wir nehmen hier so ein ganz besonders starkes und kleben das einmal um die Flaschen drumherum. Können wir ruhig noch mal machen, damit das auch gut hält. Dann schneiden wir das einmal ab. So, sehr gut. So können unsere Flaschen zusammenhalten. Als nächstes brauchen wir ein Blatt Papier. Und wenn ihr so kleine Flaschen habt wie ich, dann reicht euch DIN A5 Größe. Ich zeige euch, wie das geht. Ihr braucht ein ganz normales Blatt. Das falten wir einmal in der Mitte. Und dann, das ist DIN A5. Also schneiden wir das einmal in der Mitte durch. Auf der Linie können wir schneiden. Genau, davon brauchen wir nur eins. Und das wird nachher hier drum gelegt. Und ein Schiff hat ja auch schon mal noch Fenster an der Seite. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt mit einem Stift hier ein paar runde Fenster aufmalen. So sieht das jetzt aus. Und wenn ihr jetzt ein Laminiergerät zu Hause habt, legt ihr das in das Laminiergerät mit der Folie und die Folie schützt das Papier und so kann das Schiff nass werden, aber es weicht nicht auf. So, und wenn ihr kein Laminiergerät habt, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Dann nehmt ihr einfach so ein durchsichtiges Klebeband und wickelt das einmal um das Papier. Ihr nehmt das Klebeband und legt das auf euer Papier und wickelt das von beiden Seiten einmal so rum. So machen wir das mit dem ganzen Papier. Als nächstes braucht unser Schiff ja auch ein Segel. Dafür brauchen wir wieder DIN A5. Wenn ihr das nicht habt, nehmt ihr wieder DIN A4, ein ganz normales Blatt, faltet das in der Mitte und schneidet euch das in der Mitte durch. So, jetzt falten wir das so ganz leicht nochmal halb und schneiden auf der Seite, wo es offen ist, von hier ganz leicht schräg nach oben. Wenn wir das jetzt auffalten, haben wir so eine schöne Segelform. Euer Segel könnt ihr verzieren, wie ihr möchtet. Ihr könnt wieder Aufkleber draufkleben, etwas drauf malen oder was drauf kleben. Ich habe mir jetzt hier so Streifen ausgesucht. Die werde ich jetzt einfach hier auf mein Segel so draufkleben. Schneidet euch das zurecht. Braucht euren Kleber. Schneidet das hier an der Seite ab. Und ich möchte gerne noch einen Streifen. Schneidet das wieder oben ab und unten. Und schon ist euer Segel fertig. Das gleiche, was wir eben mit unserem blauen Papier gemacht haben, müssen wir jetzt auch mit dem Segel machen.
Also entweder ihr nehmt wieder ein Laminiergerät oder ihr nehmt das Klebeband und beklebt das Segel mit dem Klebeband. So, jetzt ist das Segel fertig. Als nächstes braucht ihr eure Flaschen und wir brauchen ein doppelseitiges Klebeband. Das ist ein Klebeband, was von beiden Seiten klebt. Damit machen wir jetzt Streifen auf diese Seite und hier oben drauf. Schön feststreichen. So, jetzt müssen wir auf allen Klebebändern die obere Schicht abziehen. Und jetzt hier drauf und wir drücken das schön an den Seiten runter fest. Ich finde, das sieht schon richtig gut aus. Wir haben ja aber noch das tolle Segel gemacht. Und dafür brauchen wir jetzt eine Nadel oder etwas anderes Spitzes, um durch die Folie in das Papier ganz kleine Löcher zu machen, um nachher unseren Holzstab durchzustecken. Wir machen hier ein kleines Loch und hier unten ein kleines Loch. Vom Falten sieht man noch so ein bisschen die Mitte. Jetzt fangen wir oben an, wenn ihr einen Stab habt, stecken das durch das erste Loch. Mal ein bisschen drehen, aber eigentlich geht das ganz leicht. Und kommen hier unten durch das andere Loch der anderen Seite wieder heraus. Schieben das ein bisschen hoch und schon hat das Segel einen Mast. Nun brauchen wir wieder einen kleinen spitzen Gegenstand, eine Nadel oder eine Schere und machen hier in der Mitte auch ein kleines Loch und stecken unser Segel in unser Schiff. Wer möchte, kann jetzt hier oben vielleicht noch eine kleine Fahne dran machen. Und damit unser Schiff uns nicht wegschwimmt, machen wir uns jetzt hier noch ein Loch rein für eine Schnur und dann geht's ab aufs Meer. Wir nehmen eine Schnur, binden die Schnur an unser Schiff, einen guten Knoten hinein und jetzt kann es losgehen.